Ah, vai tomar no cu, caralho! Vai se fuder, porra! Ja, und dann geht's los. Also, die Bayern in den roten Trikots. Selber zum Handballer. Heißt dann Matthias. Der hat hier bislang alles im Griff. Die Gegenseite. Ist geblockt. Nilsson. Ottl verhindert die Flanke. Und dann gibt es ein kleines Tänzchen, aber darauf lässt sich Ottl nicht ein. Knapp 5 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Weiterhin 0:0. Paulo Sergio, jetzt mal Platz. Draußen ist Elba, dann gibt es das Foul. Also da wird es jetzt richtig hitzig. Also drauf steht Freundschaftsturnier, aber drin ist mächtig Dampf. Gute Freistoßposition jetzt für die Bayern. C. Roberto in die Mauer. Bernardo. Mit inzwischen schon 59 Jahren. Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nochmal ein Abschluss. Und dann ist Halbzeit. Also 0:0. Eison Matthias gibt die zweite Halbzeit frei. Die Bayern von links nach rechts. Lass uns San Paolo da ein bisschen kommen. Jetzt auch aufgepasst. Und Pfosten. Nachschuss. Und dann ist er drin. 27. Minute, 1:0 für die Gastgeber durch Falcao. Kein Abseits, gute Flanke. Und dann steht Bernardo da einen Schritt zu weit weg. Ja, und dann hat Hansjörg Butz keine Chance mehr beim Nachschuss. Erst rettet da noch der Pfosten. Und dann ist er aber drin. Falcao mit der Führung für die Gastgeber. Und entsprechender Jubel bei den Fans. Die Bayern weiterhin unverändert, so wie sie in diese Partie gestartet sind. Nächste kleine Auseinandersetzung da. Und da gibt es für beide die rote Karte. Schauen wir nochmal drauf. Hier die Michaelis nicht einverstanden mit der Aktion, dann schubst er seinen Gegenspieler weg. Und deswegen müssen beide runter. Bartel mit dem Foul, gibt die nächste gelbe Karte. Da ging der Arm ein bisschen zu weit raus. Paulo Sergio hatte da ein Handspiel gesehen. Spiel geht aber weiter.
Asensio. Dann das Foul. Ich denke, dass dann im zweiten Spiel, welches es dann auch immer sein wird, Tom Starke im Kasten bei den Bayern stehen wird. Jetzt aber die Chance für Ivica Olic, der da einen Elfmeter haben will. Schauen wir nochmal hin. Ja, der Keeper erwischt ihn da schon am rechten Knie. Aber die Dreierkette mit Lucio, Bernardo und Martin De Michelis, der jetzt nicht mehr dabei ist, aufgrund der roten Karte, hat das ja bislang ganz gut gemeistert. Jetzt sind es eben Lucio und Bernardo quasi als Innenverteidiger-Duo, die da aufpassen müssen. Mit den Bayern viermal Meister geworden, viermal Pokalsieger. Insgesamt 110 Pflichtspiele zwischen 2002 und 2006. Olic da im Duell mit Lugano. Langer Ball. Vitecek ist mit dabei. Und eine super Tat von Hans-Jürg Butt. Riesenparade. Er hält die Bayern, er hält sein Team weiter im Spiel. Und das sind die Gastgeber dann einfach etwas mehr gewohnt. Auch wenn bei den Bayern ja ein paar Brasilianer mit dabei sind. Lucio bekommt da den Freistoß. Olic macht's. Einmal Meister geworden. War zuletzt Sportdirektor in Österreich bei St. Pölten. Und jetzt ist er gleich mal in der Defensive gefordert. Zieht das Foul. War sicherlich nicht die falsche Entscheidung. Also aufgepasst jetzt, Freistoß für die Gastgeber. Der ist nicht ungefährlich und der ist drin. 2:0. 45. Minute. Und jetzt wird es natürlich ganz, ganz schwierig. Schauen wir mal hin. Kein Abseits. Bernardo wieder ein Stück zu weit weg von seinem Gegenspieler. Und dann Fabao mit dem 2:0. Nächste Chance für die Gastgeber. Bernardo klärt zur Ecke. Also dann sieht wohl alles danach aus, als würde es hier gleich direkt im Anschluss, also unbedingt dranbleiben, zum kleinen Finale, zum Spiel um Platz 3 zwischen den Bayern und Dortmund kommen. Jetzt aufgepasst, Bordon mit der Chance zum 3:0, aber gut aufgepasst von Hans-Jürg Butt. Und jetzt vielleicht nochmal die Chance für die Bayern über Misimovic. Kriegt dann nochmal einen Freistoß.
war ein klares Foul von Josué. Hier nochmal die Chance von Bordon. Mit dem linken Außenriss versucht das da. Nochmal ein Wechsel bei den Gastgebern. Lucio. Den hat er zu besten Zeiten aus der Entfernung auch gerne mal in den Winkel gehauen. Der ging ein bisschen am Tor vorbei. Und haben sich dann am Ende auch verdient durchgesetzt. Die Bayern-Legenden unterliegen San Paolo nach hartem Kampf mit 0:2.